Hier, der glitscht! Der wäre normalerweise. Das ist. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Video zum MSK Cup 2016. Die Europameisterschaft auf YouTube, heute hier bei mir das erste Mal vertreten. Das Ganze wieder ausgerichtet, genauso wie letztes Jahr auch vom MSK. Schaut auf jeden Fall vorbei, Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Es wird wieder ein sehr interessantes Turnier, das kann ich euch schon mal sagen. Und wenn ihr nicht ganz genau wisst, wie das Ganze aussieht, was Regeln angeht, die blende ich euch hier jetzt nochmal ein. Und genau das gleiche mache ich auch mit den Gruppen, allerdings muss ich da sagen, dass ich natürlich schon Bescheid weiß. Und zwar spiele ich einmal gegen den Gamer Brother aka Simon und gegen Wakes. Wakes, weiß ich gerade gar nicht, welche Nationalität der hat, aber der Simon hat auf jeden Fall Spanien. Das heißt, eine sehr, sehr starke gegnerische Mannschaft, allerdings ist unsere auch nicht ohne, denn wir haben mal wieder Frankreich zugelost bekommen. Wer sich erinnert an letztes Jahr, da war es auch bereits die französische Nationalmannschaft, L'Equipe, und jetzt geht ihr das Ganze schon aus, weil ich so lange labere, aber okay, wir kommen zum Punkt. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären mega nice, hoffentlich schaffen wir hier die 3 Punkte mitzunehmen. Das Rückspiel gibt es auf Simons Kanal, dazu ist natürlich auch der Link in der Videobeschreibung, und wenn ihr Münzen braucht, schaut bei IG Vault vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode MAXGAMINGTV bekommt ihr 6% Rabatt. Instagram, Facebook, Twitter finden wir auch alles da unten, und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal mein Team. Wow, what the fuck? Nein, okay, Spaß, so krass ist es dann wieder mal nicht. Aber woran liegt das? Dazu komme ich gleich. Costil, Zuma, Koscielny, Debuchy, Tremoulinas, Payet. Dann zusammen mit Khatem, Ben Arfa, Matuidi, Alessandrini, Antoine Griezmann und Paul-Georges Ntep, den wir ja aus Newcastle kennen. So, warum dieses Team? Naja, ganz einfach. Ihr habt eventuell die letzten Videos gesehen, wo ich die Turniere gespielt habe zu den Team of the Seasons. Einmal um Leroy Sané, einmal um Robert Hood. Übrigens weiß ich noch nicht, ob ich zu Ruben Castro auch eins mache. Naja, das waren alles solche Teams. Aber mit denen hat es richtig funktioniert, richtig gut sogar. Und genau das ist auch mein Plan jetzt hier bei diesem Turnier, das Ganze auf die Art und Weise zu machen. Ob das funktioniert, ist die Frage. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, haut sie auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin theoretisch für alles offen, abgesehen von Ben Arfa. Dem nehme ich hier nämlich nicht raus, denn das ist ja mein First Downer, auch wenn es nur der Second Inform ist und nicht der Third Inform, der 84 hat. Aber der ist trotzdem ganz nice, und ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so machen. Ribéry kommt in den Finalspiel, wenn ich da reinkommen sollte, weil der hat ja nur, naja, 4 Verträge als Leihspieler. Ich bin ja nicht so reich. Und ja, von daher denke ich mal, dass das so in Ordnung geht. Ich warte jetzt mal auf den Simon. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Matchstream wieder. So, Freunde, da sind wir, und ich warte jetzt gerade hier auf den Simon. Das Problem ist, mein Elgato ist gerade schon zweimal abgekackt. Ich hoffe, dass jetzt während des Spiels nicht passieren wird. Das Hinspiel haben wir jetzt gespielt. Das findet ihr, wie gesagt, beim Gamer Brother auf dem Kanal. Und jetzt geht es dementsprechend ins Rückspiel. Ich werde spoilern, und zwar in 5, 4, guck lieber schnell nach, 2, 1, 3, 2 Sieg für mich. Jetzt geht's im Prinzenpark los, und zumindest dann, wenn Simon kommt. So, da ist er auch. Auf geht's ins zweite Spiel. Mal sehen, wie sein Team aussieht. Ich hab's ja schon gesehen, aber ihr seht jetzt das erste Mal. Es ist natürlich das spanische Nationalteam, und zwar ein 4-2-3-1 vorne mit Team of the Season 91er Aritz Aduriz. Eine richtig starke Karte, ansonsten auch ein gutes Team. Aber natürlich trotzdem wieder gewinnen, und das geht jetzt los. Griezmann, 1:0, das war total unerwartet, dass das Ding reingeht, aber früher Führungstreffer, 11. Minute, Antoine Griezmann nach Vorlage von, ich glaube, es war ein Tap, einfach mal eine kurze Ecke auf Verdacht, ich wollte nicht mehr in die Mitte ziehen, weil er ja Linksfuß ist, da hat sich perfekt gelohnt, richtig guter Start. Tremoulinas mit dem nächsten Versuch. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, an diese Formation auch mit diesem Team, weil von Ben Arfa beispielsweise, meinem Liebling, ja, kommt bisher noch gar nichts, auch im ersten Spiel nicht. Paul-Georges Ntep außen schön freigespielt in den Rückraum zu Ben Arfa, aber der ist nicht mitgelaufen. Er hatte jetzt doof und sah doof aus in der Situation. Was war das denn für ein Scheißpass von Koscielny? Was ich schon erkannt habe beim Gamer Brother. Ich weiß genau, was der jetzt machen will. Ja, und es funktioniert. Aber Zuma ist zum Glück da. Er spielt immer flach in die Mitte. Also zumindest bisher hat er nicht ein einziges Mal geflankt. Okay, einmal. Hat ja auch Aduriz, aber der ist meistens außen. Dann spielt er flache Flanken in der Mitte.
Und das kann extrem gefährlich sein, aber wenn man es einmal hat oder zu verteidigen weiß, dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Jetzt mal der Ball auf den Afa, der ist zu weit, naja. Oh, ganz schwach von Koscielny gegen Aduriz. Oh, Kostil. Geile Parade. Keiner da. Niemand da. Was war das? Das war nichts. Das war gar nichts. Busquets komplett allein. Ich konnte den Spieler nicht mal anwählen. Ihr habt es gesehen. Ganz, ganz schwach. Also komplett lappig verteidigt. Weiß ich nicht, wer da zugeteilt war. Niemand offenbar, weil da ist niemand hingegangen. Ah, kurz vor der Halbzeit. Total unnötig vor allem. Wir stellen das Ganze jetzt mal um. Griezmann geht auf rechts und Remy geht in die Sturmspitze. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe eine unglaublich hohe Fehlpassquote. Ich verstehe das auch gar nicht. Normalerweise spielen die nicht so dämlich. Was? Ich meine, was ist das? Mir gelingt offensiv gerade überhaupt nichts und er findet langsam in sein Spiel rein und das habe ich natürlich überhaupt nicht zulassen. Jetzt Bellerin, aber zum Glück der Fehlpass. Was? Wie hat er den gehalten? Wie in Gottes Namen hat er den gehalten? Glitch. Herrlich, danke, das brauchte ich jetzt. Ich habe gerade offensiv absolut keine Idee mehr, was ich machen soll. Vielleicht jetzt nochmal Ben Arfa. Paillé, Matuidi, es läuft auch keiner mit. Jetzt vielleicht der Ball. Nee, aber Matuidi kriegt nochmal Matuidi über die Latte. Ja, unkreativ, das kann man nicht mehr sagen. Es ist wirklich gerade ein sehr schlechtes Spiel. Ich mit unglaublich vielen Fehlpässen. Er genauso, zum Beispiel der jetzt hier. Und da ist Griezmann und da ist der Was? Latte. Ja. Tor. Ja. Das ist so schlecht verteidigt, Mann. Warum läuft er am zweiten Pfosten nicht einfach mit? Es ist so bescheuert. Es ist so ein unnötiges Gegentor. Warum geht Tremolinas nach vorne? Ich habe ihn nicht gesteuert. Da war niemand. Er deckt den freien Raum. Das ist genau das, was nicht passieren sollte, ist jetzt eingetreten. Total beschissen. Oh Mann, als ob ich da ins Auslaufen wollte. Es ist echt gerade total beschissen. Leute, das ist doch einfach nur Kacke. Es regt mich vor allem halt auch einfach so auf. Weil ich, Mann, weil ich merke, dass ich der ein Stückchen bessere Spieler bin. Das ist, muss ich halt einfach so sagen. Und dementsprechend ärgert es mich noch mehr, dass ich das jetzt hier verlieren werde. Ich bin mitten im Angriff, er pfeift ab, ich muss irgendwas werfen, Mann! Fuck! So unnötig! Meine Fresse nochmal, das darfst du nicht verlieren und schon gar nicht so. Glückwunsch auf jeden Fall an Simon. Ich kann gerade nicht, ich bin ehrlich abgefuckt. Ich bin total abgefuckt. So unnötig. Zwei so total dumme Gegentore. Weil ich beiden auch nichts machen kann. Ich hätte ja gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, aber es waren in meinen Augen beides Scheißtore. Und auf der anderen Seite hält De Gea dann so ein unglaubliches Monsterding. Ich meine, wie hält er den? Wie? Das ist unmöglich. Willen, das ist einfach nur Scheiße. Da fühlt man sich halt einfach richtig beschissen. Er war da nicht mal dran. Hier, er war nicht mal dran. Und dann hast du auf der anderen Seite so Gegentore. Ja gut, das war knapp. Hast du so Gegentore, wo hier, ihr seht es nochmal in der Mitte, die 17. Er geht einfach nach vorne, unnötig. Warum? Der Raum ist frei. Und bei Busquets, da seht ihr das vielleicht auch nochmal. Ich meine, klar, ist auch total dämliche Mannaufteilung, aber ich kann gar nicht steuern. Egal. 2-1. Im Endeffekt habe ich ein Auswärtstor mehr, aber keine Ahnung, ob das irgendwas zählt. Für mich gilt es jetzt gegen Wakes zu gewinnen nächstes Mal. Und dann schauen wir mal. Das war jetzt erstmal dumm. Ich hoffe, trotzdem hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es der Fall war. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und ciao.